Ich bin heute bei Hermann Bier in St. Gallen beim Marco Hermann. Du bist der Namensgeber. Ich bin der Namensgeber von Hermann Bier. Ich habe zusammen mit meinem Geschäftspartner, Gianluca Bernet, 2021 das Lokal eröffnet. Aber Bierbrauen tun wir schon länger oder tust auch du schon länger? Mein erstes Hut habe ich 2009 gebraut. Daheim in der Küche, wie halt viele anfangen, so 20, 25 Liter. Ich glaube, es war ein Pale Ale, wo schlussendlich aber wie ein Weizen geschmeckt hat. Ich glaube, das war der erste Zug. Den Bierstil erst definieren, wenn man es getrunken hat, oder? Ja, das kann man machen, wenn man auch. Das darf man machen. Ja, oder Anfang gebraut. Ja. Aber es ist gleich gut angekommen bei den Leuten und darum habe ich dann auch weitergemacht mit dem Bierbrau. Und 2009 ist eben eigentlich noch, das ist schon recht. Du bist schon fast eine ältere Brauerei, oder? Dort mal hat es Hermann Bier in dem Sinne noch nicht gegeben, oder? Es hat noch keinen Namen gegeben. Ja. Ich habe einfach daheim gebraut, habe Degustationen gemacht, Leute eingeladen und das hat Spass gemacht. Es war gut angekommen bei den Leuten und dann habe ich mal einen grösseren Raum gesucht, weil ich nicht wollte die Wohnung in eine Brauerei umwandeln. Dann habe ich in St. Gallen Zwinkle im Industriegebiet einen Raum gemietet. Und von 2013 bis 2020 bin ich dort gewesen. Und da braut ein bisschen mehr. So 120 Liter Süd, hobbymäßig. Aber der Aufwand ist dann doch beträchtlicher geworden, dass man irgendwann gesagt hat, jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen, weg aus dem Industriequartier, in die Stadt rein. Bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich Ende 2020 aufgehört und seitdem mache ich das. Meine Arbeit hat sich immer mehr vor den Bildschirmen verlagert und darum habe ich dann irgendwann gesagt, nein, das will ich nicht. Ja. Ich will etwas Handwerker so machen, wo ich wirklich aktiv sein kann. Nicht den ganzen Tag dort rumhocken und irgendwo in einen Computer reinschauen und tippen. Das war dann ausschlaggebend. Und Gianluca war ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Jobmässig hat auch viele Jahre lang bei einem anderen Arbeitgeber geschafft. Und wir sind beide an einem Punkt da, wo wir gesagt haben, wir wollen etwas Neues machen. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt reif. Ja. Eine Kombination vom Brauen, aber auch Leute bewirten, auch Leute Reaktionen können wahrnehmen, oder? Wie kommt das Bier überhaupt an? Ein bisschen fachsimpel an der Bar, wo man jetzt da gerade sitzt, oder ich zumindest. Und die Kombination, da ist, was uns gefällt. Wie schon gestern Abend da waren, hast du ein paar Bier getrunken, sind auch gute Bier. Schauen wir noch nachher an, Bier. Jetzt würde ich aber sagen, weil da bin ich jetzt noch nicht gewesen, effektiv in der Brauerei. Da machen wir die jetzt. Ist ja da. Hinten. Ist ein Stock weiter unten. Also wenn jetzt der Boden einbricht, dann landen wir auf dem Gärtank oben. Okay, also ich stehe jetzt hier ja, auf dem Gärtank quasi? Ja, ich stehe sozusagen auf dem Gärtank. Früher war hier ein ganz anderes Etablissement gewesen. Wir sind hier übrigens im ehemaligen Rotlichtbezirk von St. Gallen, im Linsenbühl. Aha. Früher hat sich ein Sexshop an den anderen angereiht, oder? Heutzutage hat sich da etwas gewandelt. Das Linsenbühl, ein Bund St. Gallen Quartier mit einer bewegten Vergangenheit, sucht seine neue Identität. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine Kraftbierbrauerei an der anderen ist. Nein, wir sind da schon die Einzigen. Wir sind die Einzigen in dem Quartier. Wobei ich muss sagen, um 1900 herum hat es da drei Brauereien gegeben. In unmittelbarer Umgebung. Allein in dem Quartier ja, da? Genau. Und darum wenn wir sozusagen die Tradition wieder aufleben lassen. Das finde ich sehr gut. Mit dieser Brauerei, die da unten ist. Da gehen wir jetzt an. Gehen wir sie anschauen? Gehen wir mal. Ja, die ist wirklich steil. Die ist sehr steil. Die führt eben hier runter, wo früher noch irgendein Darkroom oder so etwas war. Sagt man. Sagt man. Gerücht. Also da ist unser kleines Lager mit dem Malz. Ja. Wir brauchen nur mit biologisch abgebautem Malz, Getreide. Meistens da, wie man sieht, von der Weiermann-Melzerei im schönen Bamberg. Und ja, da haben wir gerade noch ein Sud braut, ein Rauchbier, wie man es auch zu Bamberg braut. Das ist ein kleiner Sud, da haben wir noch auf der alten Brauanlage gebraut, wo wir Zwinkelnüsse hatten. Und da füllen wir einmal die kleinen Gärtänke ab. Die Kunststoffgärtänke. Hier unten haben wir auch noch zwei Kühlzellen, wo wir unsere Fässchen drin haben und unsere Flaschen, wo wir es schön lagern können und auch reifen lassen. Und so wie du siehst, haben wir hier relativ limitierten Platz. Unsere Fläschchen, das Flaschenlager ist in der Brauerei Freihof in Gossau. Ah, Weil wir haben Mehrwegfläschchen. Ja. Und
Der Freihof tut es reinigen. Ah. Und darum sind auch die gereinigten Flaschen und auch neue Paletten, die stehen in der Brauerei Freihof. Und einmal im Monat ungefähr gehen wir die gebrauchten Flaschen bringen, sie reinigen zu uns und dann holen wir wieder gereinigte. Also das sind die 33CL, Vichy, sehr robuste Mehrwegflaschen. Sehr cool, ja. Ist ein bisschen außergewöhnlich für so kleine Brauereien. Ja. Aber das war für uns der sinnvollere Weg gewesen, als da palettweise immer wieder neues Glas zu holen. Irgendwo blubbert es da. Ja. Da! Hefe am Schaffen. Das ist ein 9000 Pale Ale. Das ist ein klassisches Pale Ale, das man immer wieder braucht, das sehr gut läuft. Die Gärtänke sind ausgerichtet auf rund 500 Liter Bier, aber kannst auch mal 600 rein tun, also Würze. Das Fassungsvermögen, wenn sie voll sind, ist rund 800 Liter. Das ist einfach kompatibel mit unserer Brauanlage. 5 Hektoliter Anlage. Eben bringst du vielleicht auch mal 600 Liter raus. Und cool. Ja, das ist eine Brix. Die wird in Slowenien produziert. Und die Gärtänke übrigens, sie sind nicht aus China oder so, sondern aus Europa, aus Tschechien. Okay. Das war uns auch ein Anliegen, dass wir unser Sudhaus und Gärtänke aus Europa kaufen. Ja. Ein bisschen teurer, aber ich finde, es war eine gute Investition. Also da ist der Maisbottich zum das Maische und der Saugkessel. Ja. Ja, das ist der Lüterbottich. Und hin und her geht es mit einer Pumpe, die da unten integriert ist. Wieder rauf. Ich verabschiede mich jetzt aus dem Bild. Ich habe genug erzählt. Tschüss. Jetzt kommen wir mal zum Gianluca. Ja. Du erzählst uns jetzt noch etwas zu euren Bier. Ja. Ihr macht wahnsinnig viele verschiedene Bier, fällt mir auf. Ja, man kann grundsätzlich unterscheiden. Wir haben so unsere Standardlinie, wo man Bier eigentlich immer wieder brauen. Und andere, das ist so ein bisschen die Vogellinie, sagen wir deren. Weil das sind Bier, wo wir noch nicht wissen, wo geht es mit denen an. Brauchen wir die mehrmals? Brauchen wir die nur saisonal? Vogel drum, weil die Idee war, der Vogel, der anfliegt, vielleicht nistet er sich ein, vielleicht ist er auf der Durchreise und kommt nie mehr zurück. Sehr schöne Idee. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund bei diesen Vogelbier. Ja. Dann zeig mal ein paar Vogelbier. Der Winter Warmer, das ist das Bier, das wir auf den, halt so im Advent hatten, mit winterlichen Gewürzen auch. Das Belgian Blonde Ale. Du bist ja auch schon eigentlich immer dabei gewesen mit in der Brauerei, oder? Als ja, also ich bin dazu gestossen, wo wir noch im Winkel draussen waren. Ja. Ich kenne den Marco schon viel länger, aber hier ist es dann darum gegangen, wirklich ein bisschen mehr zu unterstützen in der Brauerei. Und eben, dann haben wir zusammen den Schluss gefasst, um hier etwas aufmachen. Aber du hast auch in dem Marco nicht irgendwie noch einen Bierhintergrund, dass die Familie ein Bierbrauer ist? Oder? Nein. Also der klassische Werdegang früher als junger Erwachsener hat man halt einfach, sag jetzt mal, standardmäßig Lagerhell getrunken und irgendwann mal herausgefunden, da gibt es ja noch mehr als nur Lagerhell. Stout? Also das ist jetzt ein Bier, das eigentlich zu unserer Standardlinie gehört. Und die haben immer auf der Etikette einen Bezug zu der Stadt St. Gallen. Und beim Tunnel Stout ist es das Mülegg-Bähnli, wo die Altstadt quasi mit dem höher gelegenen Gebiet St. Georgen verbindet. Und da sieht man eigentlich gerade den Tunnel, wo das Bähnli reinfährt. Von hier. Linsenbühl Rot. Das ist jetzt eben so eine Erfolgsstory von einem ehemaligen Vogelbier. Da haben wir das erste Mal gebraucht, als wir hier an der Lemmis-Brunnenstrasse angefangen haben. Und das Bier ist so gut angekommen bei den Leuten, dass wir irgendwann gesagt haben, das braucht einen eigenen Auftritt. Und weil liegt näher als im ehemaligen Rotlichtquartier, auf das anzuspielen mit dem Linsenbühl Rot. 9000, was ist? Ah, das ist die Postleitzahl. 9000, ja, genau. Das ist einfach die Postleitzahl. Und da im Hintergrund sieht man so ein bisschen die Altstadt aus Vogelperspektive. Das ist so ein bisschen unser Klassiker, würde ich sagen. Cascadian Dark Ale. Zum Wohl. Wohl. Leckere Bier machen hier. Ja, wir gehen uns Mühe. Und da aussen haben wir noch unseren Lastwagen. Unseren Fuhrpark hier. Unser Elektro-Cargo-Bike.
Sehr cool. Ja, mit dem können wir wirklich Fässer, Harres in der Innenstadt ausliefern. Ja, ja. Und das war eine gute Investition. Ohne das würde es fast nicht mehr gehen. Bewährt sich absolut.